US-amerikanische Truppen ziehen sich in Nordsyrien vor einer angekündigten türkischen Offensive zurück. Die Türkei will einmarschieren, um eine sogenannte Sicherheitszone auf syrischem Gebiet einzurichten. Bis jetzt wird das Gebiet von kurdischen Truppen gehalten, Verbündeten der USA, die im Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat die Hauptlast im Bodenkampf getragen haben und von der Türkei als Terroristen bezeichnet werden. Wir haben unsere Vorbereitungen abgeschlossen, die notwendigen Befehle sind erteilt. Es ist an der Zeit, den Grundstein für den Frieden zu legen. Wir werden diese Operation sowohl mit unseren Boden- als auch unseren Luftstreitkräften durchführen und wir haben keinen Zweifel daran, dass unsere Brüder auf der syrischen Seite mit aller Macht an unserer Seite stehen. Schon lange will die Türkei das Gebiet an seiner südlichen Grenze zu Syrien militärisch kontrollieren. Dorthin will Erdogan auch syrische Flüchtlinge umsiedeln, die in der Türkei leben. Auch um den kurdischen Einfluss zurückzudrängen. Bisher standen die Kurden unter amerikanischem Schutz. Einem US-Vertreter zufolge heben die USA den Schutz ihrer Verbündeten nun auf. Weiter heißt es, Trumps Billigung des Einsatzes stehe im Widerspruch zu Empfehlungen wichtiger Berater des Präsidenten. Im Dezember trat der damalige Verteidigungsminister James Mattis auch deswegen zurück.